ein alteingesessener Handwerksbetrieb, Elektroplom. Und der Herr Rau steht neben mir, ein neues Gesicht hier im Ladengeschäft, seit Dezember im Team. Mhm. Also wir haben die Zeit des Lockdowns so genutzt, dass wir im Endeffekt umbauen. Das heißt, die Kunden, die uns von früher kennen und die bald hier den Laden betreten werden, werden merken, hier ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Wir haben rundherum umgebaut und sind noch mittendrin sogar. Wir werden nicht mehr in Zukunft unter Elektroblum auftreten, sondern unter Elektrodick. Und wie bereits gesagt, die Kunden, die uns von früher kennen, werden merken, hier hat sich einiges getan. Inwiefern hat das Sortiment sich auch verändert? Ist es erweitert worden oder? Ja, also unser Sortiment hat sich grundlegend erweitert. Wir haben noch moderne Marken wie Samsung oder Smeg ins Sortiment aufgenommen. Aber wir haben auch zum Beispiel die bestehenden Marken erweitert. Das heißt also, wir können von den bekannten Marken wie Miele inzwischen auch richtige Professional-Geräte anbieten. Oh. Und was wir jetzt auch ganz neu haben, wir können unseren Kunden endlich die Planung und Umsetzung von Küchen anbieten. Das heißt, der Kunde bekommt bei uns nicht nur die Geräte für die Küche, sondern eben auch die Küche selber. Da haben wir ganz viel Kompetenz dazu bekommen. Sehr schön. Und wenn man jetzt die Küche von Ihnen planen lässt, kommen Sie zu mir nach Hause, messen Sie aus oder muss ich das vorher selber machen und muss mit den Maßen hierher kommen? Also da richten wir uns ganz nach den Wünschen des Kunden. Man kann ja heute schon ganz viel online machen. Aber ansonsten gibt es auch noch das klassische Aufmaß zu Hause. Das machen wir natürlich. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche gutes Gelingen und wir freuen uns natürlich, wenn der Laden hier neu eingerichtet ist. Vielen Dank. Zu Ihnen zu kommen. Danke sehr. Christine Blumfischer, ja. Ihr übergebt euren Laden. Jetzt blutet dir das Herz. Nein, ich bin froh, in dieser schwierigen Zeit eine Nachfolge gefunden zu haben und eine, die in dem Genre genauso arbeitet, wie wir es getan haben. Der Kunde muss König sein. Und es ist nach wie vor ein Handwerksbetrieb, die Firma Dick. Und wir sind schon Ewigkeiten miteinander bekannt. Sie machen das Ganze in der gleichen Art und Weise wie wir auch. Für den Kunden klar strukturiert. Wir machen Kundendienst, wir verkaufen, wir sind für den Service anschließend da. Und genau so wird es auch weiter passieren. Das ist das, was mich daran am meisten freut. Weil der neue Anfang, der ist noch besser als es war. Es wird größer, das Lager ist größer, die Ladenfläche wird größer. Für den Kunden wird es eigentlich nur schöner. Aber in dem Zusammenhang würde ich eigentlich ganz gern auch den Kunden Danke sagen für die Treue, nicht nur die letzten 40 Jahre, sondern auch die Treue jetzt gerade während Corona, da sie den stationären Handel hier so weiterhin genutzt haben. Sie sind uns treu geblieben. Das fand ich klasse. Ja, das spricht aber auch natürlich für eure Qualität. Sehr schön. Und wann wird der Laden mit dem neuen Namen hier eröffnet werden? Ja, wir werden in der Woche nach Ostern am 6. April hier neu starten mit dem Namen Elektrodick. Ja, und wir freuen uns auf das, was kommt und laden alle auch ein, dann den Laden, so wie wir hoffen, schön aufmachen zu können, dass jeder mal schaut, was wir da so Neues getan haben. Der 6. April ist unser Eröffnungsdatum. Sehr fein. Vielen Dank und liebe Grüße an Marius. Mach ich. Dankeschön. In der Bahnhofstraße sind wir hier bei Hörgeräte Bonsel und die Frau Fahadi ist die Filialleiterin. Wann kommt man zu Ihnen und wie merke ich überhaupt, dass ich schwerhörig bin? Gibt es tatsächlich zwei verschiedene Aspekte. Einmal ist es vom eigenen Bewusstsein bestimmt, dass man selber merkt, man hört schlecht, dann geht man zum Doktor und der verschreibt einem im besten Fall ein Hörsystem. Oder die Verwandtschaft, Freunde im engsten Umkreis merken, dass der Fernseher zum Beispiel viel zu laut ist, dass man ständig etwas wiederholt sagen muss. Das sind so diese zwei Aspekte, wo man die Kunden quasi aufsplittet mit. Ja, da gibt es derzeit Im-Ohr-Geräte, die mit einer Akkutechnologie laufen. Das ist jetzt ganz, ganz neu auf den Markt gekommen. Es gibt generell Akkugeräte und es gibt Geräte, die man über eine App steuern kann. Wir machen hier eine Beratung, schauen den Bedarf des Kunden, klären wir ab und dann werden verschiedene Geräte für einen gewissen Zeitraum getestet, nacheinander, dass man dann vergleichen kann. Jeder Hörverlust ist anders. Jeder Mensch hat ein individuelles Bewusstsein fürs Hören, für welche Situation er das benötigt.
Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Technikkategorien auch. Und jetzt im Lockdown, war das möglich, dass man das tatsächlich hier auch testen lassen konnte? Natürlich, ja? Na klar. Wir haben es im Lockdown so gemacht, dass wir den Testzeitraum ein bisschen erweitert haben. Was mir aufgefallen ist, dass Sie sind das allererste Ladengeschäft, das so eine Filteranlage hier genau, im Raum die stehen HEPA-Filter. Hat. Und ich habe es auch drüben in dem anderen Raum, haben Sie das jetzt in der Pandemie praktisch investiert und aufgestockt. Richtig, genau, genau. Die Filtersysteme, das sind die HEPA-Filter, die schalten wir immer wieder ein. Also wir haben sowohl hier draußen im Wartebereich für den Kunden so einen Filter aufgestellt und auch in der Kundenkabine. Mache ich einen Termin mit Ihnen oder komme ich einfach vorbei, wie beim Optiker? Es kommt immer darauf an. Es ist immer besser, einen Termin zu vereinbaren, dass man auch wirklich die Stunde Zeit für den Kunden entsprechend hat. Man kann anrufen, man kann jemanden herbeordern, wenn man nicht selber unbedingt herkommen möchte. Und Terminvergabe ist schon da ein bisschen besser. Genau. Wie lange ist denn so eine Testzeit für ein Hörgerätesystem? So im Schnitt 1 Woche bis 10 Tage. Jetzt während der Zeit machen wir es 2 Wochen am Stück. Pro Gerät, beziehungsweise pro Gerätepärchen. Genau. Ich bedanke mich. Dankeschön auch, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben. Herr Berg, Sie sind Auszubildende hier bei Hörgeräte Bonsel. Wie kommt man als junger Mensch darauf, diesen Beruf zu wählen? Ich habe damals in der Schule eine Deutschlehrerin gehabt, die hat seit der 7. Klasse immer davon gesprochen, dass der Beruf definitiv Zukunft haben wird. Dann habe ich mich hier mal beworben und ja, dann habe ich mal das Praktikum gemacht. Es war sehr interessant und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, einfach die Ausbildung hier anzufangen. Frau Fahadi hat ja schon gesagt, dass es nur eine Berufsschule gibt in ganz Deutschland. Mhm. Wie viele Schüler sind denn da? So um die 600 Schüler ungefähr. Also es ist am Anfang oft so, dass bis zu 30 Schüler in den Klassen sind oder halt 25 bis 30 ungefähr. Es ist interessanter, als ich gedacht habe, definitiv, muss ich zugeben. Ja. Und ich denke schon, dass ich das hinkriegen werde. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich bei Ihnen. So, Frau Antje aus Holland, wir sind bei der Antje Heinrichs. Kurz vor dem Lockdown hast du deinen zweiten Laden aufgemacht hier in Ingelheim, ne? Genau, am 7. März haben wir aufgemacht und am 16. waren wir schon wieder zu. Das ist ein Geschäft für italienische Mode, diese Fast-Fashion-Ware, die ganz schnell kommt und ganz, ganz schnell verkauft wird, weil das ein ganz, ganz anderer Bereich ist. Jetzt hat es euch ja ziemlich brutal getroffen, also es war ja gar keine Möglichkeit. Was machst du jetzt mit der Winterware, die auf der du ja in Anführungsstrichen sitzen geblieben bist? Die Frühjahrsware ist schon da, ich nehme an, die Lager laufen über oder wie sieht das aus im Moment? Machst du irgendeine Aktion oder sagst du, du hast jetzt halt, bist praktisch im Winterschlussverkauf? Genau, ich bin eigentlich ganz regulär im Winterschlussverkauf, ich halte davon nichts. Ich finde, das ist ja wie gesagt ein hochwertiges Produkt. Also ich hoffe, dass jetzt die Öffnung ein bisschen, ja, so ein bisschen fruchten. Die Menschen sind ja auch verunsichert. Also einerseits sollen sie zu Hause bleiben, kriegen sie immer wieder schön gesagt. Und dann, also man weiß ja auch gar nicht, als Kunde damit umzugehen. Was ist jetzt wo erlaubt? Wie viele Leute dürfen rein? Also das ist schwierig. Ja, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich am Internet sitze und irgendwelche neuen Verordnungen studiere und schaue, dass wir da bloß nichts falsch machen und wie viele Quadratmeter das wandelt sich ja mehr oder weniger täglich. Sind es 40, sind es 20? Das kann man ja im Grunde genommen vom Kunden nicht erwarten und auch nicht voraussetzen, dass der sich da genauso informiert. Und wir haben natürlich auch Sorge, dass man was falsch macht und dass man dann dafür belangt werden kann. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, alles noch sehr, ein sehr unsicheres Feld. Aber ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Was ist denn das Must-Have jetzt für Frühjahr, Sommer? Also was ganz viel kommt, ist dieses Fake-Leder. Also das ist fast in allen Kollektionen dabei. Fast alle Lieferanten haben ganz massiv gesetzt auf Homewear. Also ja, diese ganzen, okay, ja. Jede Kollektion hat eine Jogginghose dabei und jede hat irgendwie so ein Wellness-Programm. Das ist, glaube ich, was im Moment ganz, ganz vorherrschend ist. Und diese wunderschönen Erdtöne, also die
die braucht man eigentlich dieses Jahr. Für den Einzelhandel waren ja Soforthilfen angekündigt. Wie sofort kam deine Hilfe bei dir an? Sofort noch gar nicht, würde ich mal sagen. Du bist noch nicht in Sofort. Genau, ich bin nicht in Sofort. Wir haben es jetzt endlich beantragen können Mitte Januar für diese Überbrückungshilfe 2, die ja bis November gegolten hat. Und sie ist nach wie vor nicht da. Also wir haben die Formulare alle unterschrieben. Der Steuerberater war sehr, sehr, sehr im Einsatz, aber es ist eben nach wie vor kein Cent da. Und das ist natürlich für uns schon extrem schwierig, dass 12 Wochen ohne Einnahmen für 3 Geschäfte, das schlägt jetzt schon ins Kontor und macht uns natürlich auch unglaublich große Schwierigkeiten. Aber wir sind doch jetzt eigentlich schon bei der Soforthilfe 3 angekommen und 2 ist noch nicht. Genau, 2 ist noch nicht ausgezahlt und die 3. ist noch nicht mal beantragt. Also das ist so kompliziert und ändert sich ja auch ständig. Und ich glaube, mein Steuerberater verzweifelt langsam, weil es scheinbar überhaupt nicht klar ist, wie wir jetzt zum Beispiel mit den Rest, mit der Altware verfahren können. Also wir haben weder die 2. noch die 3. Überbrückungshilfe bekommen. Und die Begründung dazu? Ich meine, da hakt man nach und dann kriegt man was zur Antwort? Wir können ja mit den Stellen gar nicht direkt in Kontakt treten. Wir müssen das ja alles über die Steuerberater und Buchprüfer machen. Also wir haben da überhaupt keinen Einfluss oder haben da auch keinen Zugriff und können auch nicht korrigierend irgendwas nachliefern. Also das muss alles über die Steuerberater passieren. Und wenn der Steuerberater nachfragt, was kriegt der zur Antwort? Überlastung oder? Ich denke ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum es so lang geht. Und ich wundere mich vor allem, was man glaubt, wie hoch die Reserven sind für eines kleinen Einzelhändlers. Was mich sehr gefreut hat, war, dass die Stadt Ingelheim uns angeschrieben hat und gefragt hat, wo der Schuh drückt. Das fand ich bemerkenswert, weil ich das ja gerade im Vergleich zu Mainz, da habe ich ja auch ein Geschäft, überhaupt nicht kenne, dass man sich für die Nöte der Einzelhändler interessiert. Das fand ich hier schon sehr, sehr, wirklich sehr besonders. Wenn die Mieten, die ja letztendlich eines der größten Probleme darstellen, wenn man da ein bisschen entgegenkäme, wenn das es eben nicht allein und ausschließlich auf unseren Schultern liegt. Also da gibt es bisher überhaupt keine Maßnahmen. Also es wird von uns ausschließlich erwartet, dass wir das im vollen Umfang bezahlen, trotz null Einnahmen. Das wird natürlich schwierig, eine schwierige Aufgabe für 2021, diese ganzen Rückstände aufzuarbeiten. Dann danke ich dir. Ja, das hat jetzt Spaß gemacht.